Frage. Also Eindruck hinterlassen ist immer relativ, weil heute war auch sehr schön zu sehen, es ist eben nicht der Klang, der Ton, der älteste ist, sondern es ist das Taktile. Ja? Also als Kleinkind haben sie wie eine Amöbe gefühlt, auch wenn sie es nicht zuordnen konnten, wo sie irgendwo angestoßen sind. Das heißt, der ist der älteste und der ist der am meisten verankertste. Was aber, wenn wir jetzt nochmal bei dem Riechen zum Beispiel sind, ja, das ist etwas, das, das Organ, was es uns natürlich nicht leicht macht, weil wir nicht so geschult sind wie jemand, der ein Parfümeur ist zum Beispiel. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, über die Sinne Varianzen reinzukriegen, aber wir müssen natürlich schauen, welcher ist gelernt, welcher ist bei uns in der Form. Ja, ich würde vielleicht so sagen, am meisten Sinn macht mit sicherlich das Thema Hören, weil ich einfach über das Thema Hören neben dem Sehen die meisten Touchpoints habe bei einem Kunden, eben nur über das Thema Webseite. Ja. Da macht es natürlich keinen Sinn, über Fühlen oder Riechen nachzudenken. Also deswegen glaube ich, dass der nächstwichtigste, ob es der nachhaltigste ist, leider mal dahingestellt, aber ich glaube, der nächstwichtigste ist das Thema Hören. Also muss man mal schauen, wie gesagt, welche Marke welche Sinne verträgt. Nicht jede Marke verträgt alle Sinne. Also es macht nicht immer Sinn, alle letztendlich auch mit anzusprechen. Die Frage ist ja immer, wie weit, wo fängt Richtigkeit an? Jetzt ist erstmal wichtig, dass man grundsätzlich erstmal einen Sinn versucht, dicht an die Marke zu binden und zu etablieren. Das ist die Vergangenheit. Wir gehen ja einen Schritt weiter und sagen, es reicht nicht aus, nur irgendeinen Duft zu haben, sondern er muss die Marke stützen, dass man sie besser letztendlich zuordnet. Und jeder muss auf die gleichen Themen einzahlen. Nehmen Sie da Singapore Airlines, das werden Sie heute nachher von dem Martin Lindström noch sehen. Das ist der klassisch, eigentlich, den wir kennen, beste Case in der Form, der diese Ganzheitlichkeit schon hat. Aber auch da gibt es Optimierungspotenzial. Ja. Was mich nur gewundert hat, ist bei diesem Vortrag, speziell wenn es um das Thema Invents geht, das ist für mich ein Beispiel, wo gerade diese Integration super wichtig ist. Es wurde zwar mehr und mehr angeführt, dass es natürlich darum geht, richtiges, gustatorisches, sensorisches Erlebnis zu haben, aber auch da ist es für mich zentral wichtig, dass es alles letztendlich auf einen Wert einzahlt oder einen Wert richtig übersetzt. Also wir haben mehrere Werte schon erforscht. Also das war jetzt nur ein Exzerpt, weil der Ansatz war ja auch, wie klingt Kompetenz etc. Also es ist unabhängig davon, Sie können mit dieser Methodik jeden Wert nicht erforschen, kodieren durch die Sensorika, um ihn dann letztendlich durch die Zielgruppe wieder dekodieren, also sprich entschlüsseln zu lassen. Und da sind wir natürlich offen von den Themen, die jetzt zum Beispiel Unternehmer an uns herantragen, zu sagen, also wir hatten da die und die Werte, in welche Richtung geht es da, könnt ihr das für uns machen? Und da haben wir unsere Studie, die muss jetzt mal sauber auswerten. Wir haben jetzt erstmal die Dinge rausgezogen, die für den Vortrag relevant waren. Und dann gibt es die nächsten Schritte. Naja, wir beeinflussen ihn ja nicht in Anführungsstrichen negativ, indem wir sagen, wir induzieren etwas, was du eigentlich gar nicht möchtest. Er nimmt ja täglich diese Dinge wahr. So, wir versuchen ihm nur die Dinge darzureichen in einem Cocktail, die ihm es ermöglichen, unterm Strich zu sagen, ja, das ist Nordsee, ja, das ist Karibik, dass man diese Ganzheitlichkeit hat. Und wenn man eben, wie gesagt, eine Blaskapelle bei der Kirche hätte, würden sie auch nicht sagen, das ist für mich Ereignis oder Erlebnis Kirche. Da muss die Kirchenglocke her. Und das ist etwas, was ihm angenehm scheint, weil er kriegt es auch viel besser zusammengepackt. Und das ist Ziel. Unter www.corporatesenses.com. We'll be right back.